Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir ein paar Düfte zeigen, auf die ich mich schon extremst freue. Für die wärmeren Tage, für den Sommer und auch für die Zeit, wenn es mal wieder ja, bullenwarm draußen wird, was für mich eigentlich immer ein bisschen zu viel ist, aber ja, dann trägt man einfach andere Düfte als im Winter. Und so ein paar Sachen habe ich hier rausgesucht, auf die ich mich eben schon sehr, sehr freue. Ich musste mich extrem zusammenreißen mit den Sachen, die ich hier raussuche, denn sonst hätte ich schon eine Sommerliste hier zusammenstellen können. Das wollte ich nicht. Deswegen hier eine, ja, schmale Auswahl, sage ich jetzt mal so, von dem, was da noch so kommt. Aber eben Sachen, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Ich würde sagen, wir starten, damit das Ganze nicht zu lang wird, mit dem ersten Duft, der in den Frühlingslisten ein bisschen vermisst wurde. Aber ein Duft, der für mich einfach einer der Sommerdüfte ist. Aus dem Hause Afnan, der Turati Blue. Ja, das ist für mich ganz klar ein Sommerduft. Grapefruit, belebend, frisch. Mit einer überraschenden Schlagkraft im Sinne von Haltbarkeit und Projektion. Denn für einen ja, Sommerduft, für einen frischen Duft, hat der Turati Blue extremste Ausdauer und extremstes Potenzial, einfach nach vorn zu gehen und sich von geschlossenen Türen oder Wänden überhaupt gar nicht beeindrucken zu lassen. Der geht einfach durch und denkt sich, was war ja los, Junge? Das ist der Turati Blue aus dem Hause Afnan. Grapefruit, frisch, zitrisch, mit einer leichten Moschusnote im Hintergrund, die einfach so ein bisschen Kontur und noch ein bisschen Nachdruck in diese ganze Geschichte hineinbringt. Hält richtig gut, projiziert richtig gut, Preis-Leistung absolut gigantisch, kann man nichts anderes dazu sagen. Turati Blue aus dem Hause Afnan. Dann möchte ich dir zeigen aus dem Hause Guerlain, und den Namen muss ich ablesen, der ist ellenlang. Aqua Allegoria Bergamotte Calabria. Vermutlich nicht ganz korrekt betont, die ganze Sache, aber du weißt, worum es hier geht. Das ist ein Duft, natürlich mit gewissen Ähnlichkeiten zu Aqua di Parmas Bergamotte di Calabria. Aber hier haben wir einfach einen dieser Düfte, die trotz ihrer Einfachheit und des frischen Charakters, frisch, einfach, trotzdem in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte erzählen und ein Eigenleben haben und so etwas wie eine Seele olfaktorisch nach außen tragen. Ein ganz, ganz toller, frischer Bergamottduft mit dem gewissen Anstrich von Pettigras, mit dem gewissen Anstrich leichter, leichter Hölzer und einer gewissen Kontur rechts und links am Rand. Und das war es dann auch schon. Einfach toll, einfach mal die Seele baumeln lassen, so wie man, ja, wie man so schön sagt. Und das Ganze hier verpackt in einem sehr, sehr unkompliziertem, sehr, sehr leicht zu mögendem, sehr einfach gehaltenem, aber trotzdem sehr kreativ, echt und authentisch wirkendem Duft. Einfach toll. Du musst hier natürlich ein bisschen mehr sprühen, als dir eventuell lieb ist, denn Haltbarkeit, Projektion hier bei diesem Duft nicht ganz so toll. Aber das, was man hier auf die Nase bekommt quasi, das ist schon, ja, das ist schon ganz, ganz toll. Leicht, unterschwellige Süße hier mit dabei. Aqua Allegoria Bergamotte oder Bergamotte Calabria, wie auch immer, aus dem Hause Guerlain. Wenn es über 30 Grad geht, dann wird der ja auf jeden Fall so richtig gesprüht. Gleiches gilt für folgenden, für Lorenzo Villoresi Mare Nostrum. Diesen Duft habe ich tatsächlich schon eine ganze Weile bei mir am Schrank stehen und habe ihn ehrlich gesagt recht wenig beachtet. Ich habe ihn neulich abgefüllt und habe dabei ein paar, tja, wie sagt man, ihn ein bisschen riechen können mal wieder. Und da dachte ich mir so, mein Gott, was ist das eigentlich für ein kranker Duft und warum hast du den so selten getragen in letzter Zeit? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir hatten Winter, es war kalt. Dieser Duft ist frisch, leicht, mit einer ja, Haltbarkeit, die man eben erwartet. Und dann trägt man das einfach nicht im Winter. Ja, das überlebte einfach nicht diese kälteren Temperaturen. Deswegen habe ich nicht getragen. Aber schön, dass ich ihn wieder auf dem Schirm habe für den Sommer. Das ist für all jene unter euch, die einen Duft mögen, der natürlich frisch ist, der leicht ist, der irgendwie an einen Spaziergang, an einer Küste erinnert, an Meereswasser, an diese Salzigkeit, aber trotzdem diese erfrischende Art und Weise an sich hat. Dazu dieses leicht mineralische, ganz, ganz leicht mineralische und eine gewisse leichte,
einfach nur umrahmende Süße hat. Das ist es, was du hier bekommst mit dem Mare Nostrum. Handwerklich extrem toll gemacht, ebenso wie bei dem Vorgänger hier bei dem Golar. Auch ein Parfum, welches trotz seines frischen Charakters und seiner doch recht einfachen Gestaltungsweise eine gewisse Komplexität an den Tag legt und eine gewisse Kreativität, die einfach ganz, ganz toll ist. Und wenn du auf, ja, ich sag mal, diese handwerklichen Detaildüfte stehst, ja, diese Parfums, bei denen man einfach merkt, mein Gott, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, hier hat jemand das gelebt, was er dort so treibt, dann probierst du den Mare Nostrum von Lorenzo Villoresi einfach mal aus. Der ist ganz, ganz toll. Musst du aber auch schon ein bisschen mehr sprühen, damit du ordentlich was davon hast und auch für etwas länger. Also trotzdem, mehr als 4-5 Stunden gehen hier nicht. Da ist immer noch der Turati Blue hier das, was du dann nehmen solltest, wenn es um die Haltbarkeit und Projektion geht. Dann werde ich auf jeden Fall im Sommer tragen diesen hier, den Pre-Night Swim aus dem Hause Success Parfum. Und hier ist es unerheblich, ob du jetzt nun den trägst oder ob du Louis Vuittons Afternoon Swim trägst. Einzig hier natürlich, er ist merklich günstiger und hat eine merklich bessere Haltbarkeit und bessere Projektion. Deswegen habe ich ihn hier. Ich hatte im letzten Jahr eine großzügige Abfüllung vom Afternoon Swim von Louis Vuitton und die habe ich in Rekordzeit aufgebraucht. Ich habe in diesem Duft quasi gebadet. Ich finde diesen Duft extrem genial. Ich habe hier den Pre-Night Swim nochmal aufgesprüht. Und bin ja mal wieder fast vom Stuhl gerutscht. Das ist einfach eine so krank krasse Duft-DNA für den Sommer. Super toll. Gefällt mir persönlich sogar noch ein bisschen besser als der Imagination von Louis Vuitton. Einziger Nachteil eben beim Pre-Night Swim oder eben Afternoon Swim, das spielt keine Rolle. Das Einsatzgebiet ist eben nur der Sommer und deswegen habe ich dem Imagination immer ein bisschen den Vorzug gegeben. Aber wenn es einfach um das Sommerthema geht, dann ist Afternoon Swim oder hier der Pre-Night Swim in dem Fall das, was einfach ja, sein muss. Das ist richtig, richtig toll. Frisch, diese Mandarine, dieses frisch-zitrische Mandarinige, diese leichte Süße, dieses einfach, das ist Frische, das ist Sommer im Flakon. Es ist einfach so, so krank und genial gemacht. Und ja, deswegen wird er hier auf jeden Fall von mir getragen. Es wird hier speziell beim Thema Success Parfum, es gibt neue Flakons, einen neuen Aufdruck, neue Deckel, neue Verpackung wird es auch noch geben. Der Deckel hier, der ist richtig, richtig schwer geworden, ist sogar noch ein bisschen schwerer als die gewohnten Xerjoff-Deckel. Und es wird auch neue Sprühköpfe geben für alle, die das interessiert bei Success Parfum. Dazu irgendwann mal, oder bei nicht irgendwann, demnächst in einem anderen Video ein paar neuere Details. Aber da wird es auf jeden Fall dann zwei Sprühköpfe geben, die man sich auswählen kann. Dann ist auch das Thema des leichten, feinen Nebels ein bisschen gegessen. Und dieser Flakon, der ist schon merklich schwerer als die älteren. Also das ist schon, da hat man sich schon wieder ordentlich was einfallen lassen, was die Qualität angeht. Aber dazu demnächst noch etwas genaueres. Gian Varvatos Artisan Pure. Diesen Duft werde ich auch auf jeden Fall wieder so richtig hart tragen, wenn man das so sagen kann. Ein Duft, der im Grunde genommen genauso riecht, wie er aussieht. Hell, frisch, freundlich, belebend, zitrisch, mit einer ganz leichten Blumigkeit, mit ganz leichten Hölzern am Rand, um ein bisschen das Thema abzustecken. Und dieser ganz leichten, dezenten, unterschwelligen Eleganz, nur so am Rande hier und da mal aufflimmern und einfach, um das Ganze nicht zu sehr in irgendeine zu frische Richtung abgehen zu lassen, sondern immer eine gewisse, ja, Hochwertigkeit festzuhalten, das ist Artisan Pure. Leider Gottes auch hier das Thema mit der nicht ganz so guten Haltbarkeit, den musst du ordentlich sprühen, damit der ein bisschen hält und ein bisschen projiziert. Aber du bekommst hier die 75 ml immer noch für um die 40, 45 Euro. Und für das, was du hier bekommst, ist das wirklich ganz, ganz toll. Für mich auch einer der krassesten Sommerdüfte, die man so haben kann. Ich sehe gerade hier im Licht, Flakon neigt sich schon so langsam dem Ende. Das ist aber auch wirklich, mein Gott. Könnte auch noch einen Hauch Pettigrew an sich haben. Du kennst das bestimmt auch. Wenn du im Sommer die ganze Zeit über diese frischen, leichten Düfte getragen hast, dann sehnst du dich drauf oder danach wieder mal diese richtig schweren, süßen, klebrigen Kracher, Bomben, Granaten zu tragen.
Und wenn du dann den ganzen Winter über an den kalten Tagen eben diese schweren, süßen Kracher getragen hast und es langsam wieder wärmer wird und dann so langsam wieder die leichteren, frischen Düfte nach vorne holst, dann denkst du dir auch, boah, endlich ist es wieder soweit und dann freut man sich drauf. Ach, das sind so die Problemchen eines Parfümnarren, ja. Jean Varvatos, Artisan Pure. Und der letzte jetzt hier im Bunde. Darf natürlich nicht fehlen. Parfums de Marley Sadley. Ich habe das jetzt, glaube ich, jetzt zu jedem dieser Düfte gesagt, aber was soll's, das ist. Ich fühle das einfach. Einer der besten Sommerdüfte, die man haben kann. Die sind alle krass, muss man ehrlich so sagen. Das ist. Und der hier auch. Und ach, so viele andere auch. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil, muss man ehrlich sagen. Diese Minze, diese Mandarine, diese Frische dazu, so ein bisschen diesen Hauch von Moschus, diesen Hauch eines Weihrauchthemas. Und diese angedeutete Tiefe und dieses angedeutete, was auch immer. Das Ganze macht diesen Duft so spannend. Er ist nicht einfach nur frisch und leicht, sondern er versucht, ein bisschen Tiefgang aufzubauen. Er versucht, ein bisschen mehr darzustellen als eben nur das. Aber ohne dabei zu tief hineinzugehen, ist das einfach ein ganz, ganz toller Duft. Hier bei mir Haltbarkeit Projektion für einen frischen Duft sehr, sehr gut. Das muss man hier wirklich mal sagen. Das heißt, wir hatten hier drei Düfte dabei, die in Sachen Haltbarkeit Projektion sehr gut sind für einen frischen Duft. Nämlich hier den Turati Blue, den Sedley und hier den Prenight Swim von Success. Diese drei sind haltbarkeits- und projektionstechnisch wirklich ganz, ganz stark, was frische Düfte angeht. Die anderen drei, so lala. Aber Sedley, das ist schon. Ich bin froh, dass ich hier die große Flasche habe. Es fehlt ein bisschen was, noch nicht zu viel, denn ich habe bei diesem Duft immer so diese Angst, wenn ich den einmal trage, dann trage ich ihn immer. Und wenn ich ihn trage, dann trage ich ihn richtig hart und dann ist diese Flasche innerhalb von, weiß nicht, wenigen Stunden vielleicht aufgebraucht, ganz übertrieben gesagt. Ja, das ist aber. Ja. Du weißt Bescheid. Auf Sedley freue ich mich extrem, extrem doll, wenn es wieder wärmer wird. Und damit bin ich durch für dieses Video. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was so deine Düfte sind, die du jetzt so langsam wieder nach vorne kramst im Hinblick und in Erwartung der wärmeren Tage. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.